Das Coronavirus für Kinder erklärt. YouTube-Video. Roland Benz. Text und Illustrationen. Priska Wallimann, Marcel Enni. Quelle. Schweizer Bundesamt für Gesundheit. Web. Webseite von Blick. Ich bin ein Coronavirus. Ich bin ganz klein, man sieht mich nicht einmal unter einer Lupe, nur unter einem speziellen Mikroskop. Weil ich aussehe, als ob ich eine Krone um mich herum tragen würde, nennen mich die Menschen Corona, was auf Lateinisch eben Corona heißt. Ich bin zum ersten Mal unterwegs und mache viele Menschen in kurzer Zeit krank, weil ich neu bin, erkennt mich das Immunsystem, der Beschützer im Innern der Menschen, nicht. Und ich kann mich schnell und einfach verbreiten. Es gibt auch keine Medikamente oder Impfungen gegen mich. Ich verbreite mich. Ich verbreite mich, wenn Menschen niesen oder husten, durch die Tröpfchen, die dabei entstehen. Ich verbreite mich beim Händeschütteln und Umarmen, wenn diese Tröpfchen an jemandem haften bleiben. Und ich kann an einigen Orten und Oberflächen einige Zeit überleben und auf einen Menschen warten. Aber die Menschen schützen sich gegen mich. Sie gehen nur noch wenig raus. Arbeiten zu Hause und du kannst nicht mehr in die Schule. So hilfst du deinen Eltern und allen anderen im Kampf gegen mich, damit dein normales Leben schnell wieder zurückkommt. Wasche dir immer mit Seife die Hände, lange und gründlich. So spülst du mich ab. Musst du niesen oder husten, dann immer in deine Armbeuge oder in ein Taschentuch. Halte sicher 2 Meter Abstand zu Erwachsenen, vor allem deine Großeltern sollst du im Moment nicht besuchen. Vielleicht könnt ihr telefonieren. Du kannst mit anderen Kindern spielen gehen, doch wenn du Husten hast oder Fieber, bleib bitte unbedingt zu Hause und hör auf deine Eltern. Damit verhinderst du, dass deine Freunde vielleicht auch krank werden. Hab keine Angst vor mir, ich mache lieber die Erwachsenen krank. Die meisten werden auch wieder gesund.
Dein Haustier, wenn du eines hast, mache ich nicht krank. Ich mag lieber Menschen, also mach dir auch darüber keine Sorgen. Nicht nur dein Leben ist im Moment anders, auch das der Erwachsenen um dich herum. Und alle müssen aufeinander aufpassen, damit die Ärzte und Pflegefachpersonen im Spital genug Zeit haben, kranken Menschen zu helfen, wo immer sie können. Danke, dass du auf dich und alle, die du lieb hast, aufpasst, auch wenn im Moment vieles anders ist. Danke, dass du mithilfst, dass wir alle schnell wieder in unser normales Leben zurück können. Über die ganz unten angegebene Internetadresse kannst du die wichtigsten Informationen auf einer einzigen Seite zusammengefasst als PDF-Datei herunterladen.